Colette, ist alles in Ordnung? Ja, ich bin gestolpert. Ganz schön ungeschickt. Hast du dir wehgetan? Nein, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Die Szene war etwas random. Altessas Haus. Und glaub mir, wir werden noch oft zu diesem Haus zurückkommen. Ja, dieses oft werden wir noch oft sehen. Dieses Haus meine ich. Dieses oft werden wir noch oft sehen, was? Who is it? Excuse us. We've heard that there's a dwarf living here. Is there any chance we could see him? You desire a meeting with Master Altessa. Please. Who are you people? My name is Lloyd. We've come in regards to Persea. We heard about you from Kate and Cybac. Leave. What? I don't want anything more to do with that girl. Get out of here. What was that all about? I apologize. The Master does not want to get involved with Persea. Why? He doesn't care if she dies? It is not that. It is because the Master regrets what he has done. Then please, save Persea. All she needs is for her keycrest to be fixed. I do not know if that would truly be in her best interest. Why? How could anything be worse than living in that cruel condition while waiting to die? If you are that committed, then you should search for inhibitor ore. Persea's keycrest isn't made out of inhibitor ore? Correct. Her crest is... Tabitha, what are you doing? Get rid of them! I apologize. I must return. Please, come back again. I will attempt to persuade him. Where can we find the inhibitor ore? I've heard it's mined in the mountain range that extends between Altamira and the Ymir Forest. I would like to help if you're going to create a keycrest for Persea. I can lead you to the mine. Just what is your relation to Persea anyway? There is none. Yet you sure seem concerned about her. Well, either way, you haven't done anything suspicious so far. You're welcome to come along with us. Inhibitor ore is found relatively near the surface of the X-Sphere mine. The mine I know of is across the sea from here, on the southern continent. You said Altamira, right? That place is awesome! Let's stop by there on the way! We don't have time to hang out at that gaudy resort. The sea? We're going out to sea again? Okay then, let's go! Yeah, let's hurry. By the way, this has been bugging me for a while now. Haven't we met somewhere before? Fine, ignore me. Not very friendly, are ya? Dieser Blick von Zelos eben hat sowas von gesagt. Ich weiß, wer du bist. Ist ja besser ein Engel. Dieses Mädchen, Tabassa, ist wirklich ein bisschen seltsam, findet ihr nicht? Findest du? Na, wie soll ich sagen? Sie erinnert mich an dich. Als du während der Verwandlung in einen Engel dein Herz verloren hattest. Vielleicht liegt es daran, dass sie nicht atmet. Was? Willst du damit sagen, sie hat wirklich nicht geatmet? Meinst du das ernst? Wow. So scheint es. Vielleicht hat sie auch nur hart trainiert, sodass man ihre Atmung nicht bemerkt, aber...
Jetzt sagt nicht, sie ist auch ein Engel. Das wär's jetzt mal. Sie scheint keine schlechte Person zu sein. Auf jeden Fall hat sie mehr Emotionen und Eigeninitiative als Colette damals. Wir können trotzdem nicht vorsichtig genug sein. Und auch wieder durch ihr Set. Also auch wenn ich an sich diese Stadt mag von ganz aussehen sollte. Aber sie ist einfach irgendwie ein bisschen creepy und... Nee, nicht creepy, sie ist aber bedrückend und total negativ von Atmosphäre her. Oh Gott. Weil es alles so dunkel ist. Also ich habe ja nichts gegen so Halbstadt, ne? Aber das ist dann so total... Die Musik macht's. Ex-Feminin, wie? Ach so. Was? Stimmt was nicht? Ja, bei ihm stimmt so vieles nicht, aber ich glaube nicht, dass es was sie meint. Sicher weißt du das doch auch. Ex-Feminin in der Region von Altamira. Das kann doch nur die teuerste Mine sein, oder? Die Mine, die durch den Tunnel mit Moria verbunden ist? Und wenn es die ist, denk mal daran, wer der Eigentümer der Berge in dieser Region ist. Ich meine, die gehören der Lisegrano Bergbaugesellschaft. Und? Du lieber Himmel, ist deine Oberweite das Einzige, was an dir gut entwickelt ist? Sag das doch, bevor du mich schlägst, Mann. So schnell kann ich nicht schreien. Yep, er weiß definitiv mehr, als wir wissen. Er ist zwar ein totaler Aufreißer und Frauenheld und so. Bei mir was einfällt. So. Bei mir was einfällt. So. Hehe. Aber trotzdem ist er nicht so dumm, wie ihn immer halt, wie er immer dasteht. Also ist schon, aber nicht so, ne? So. Ich hab Raining Tiger Blade. Ich zeig euch mal. Twin Tiger Blade. Dun, 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 dun. Bam. Ach ja. Wenn ich jetzt Tiger Blade nach oben mache, weil ich eine Blitzwaffe habe. Bam. Lightning Tiger. Das ist nämlich die Eigenschaft. Ich habe rausgefunden durch Zufall, also mit anderen Worten, ich habe es nebenbei gesehen. Meine Waffe hat Twin Tiger Blade hat man nicht gut gesehen, das lasse ich nochmal hier. Meine Waffe, Sinclair, ist es das Sinclair? Ne, Shiden. Shiden hat Blitzeigenschaften. Als Folge davon, haben meine Angriffe Blitzelement. Wenn ich jetzt den Gegner damit angreife, eine Blitzschaden. Da ist eben jetzt so hat man es gut gesehen. Wenn ich das jetzt einsetze, Tiger Blade, während ich Blitzelement ausgerüstet habe, macht er Lightning Tiger. Ist im Prinzip Tiger Blade und am Ende kommt noch ein Blitz auf den Gegner runter. Macht einfach extra Schaden, ist sehr schön. Normalerweise muss man dafür Tiger Blade 50 mal eingesetzt haben. Damit. Aber ich habe Tiger Blade schon 50 mal eingesetzt. Nein, da will ich noch nicht hin. Ich habe Tiger Blade schon 50 Mal eingesetzt mit Blitz in meinem vorherigen Spielstand. Das hat es anscheinend übernommen. Verdammt, da oben ist das Teil. Da komme ich noch nicht hin. Naja. Schön ist, man wird nicht vom Monster angegriffen, während man Boot fährt. Boot. I'm on a boat. So. Das müsste es sein, oder? Können wir hier irgendwo anlegen? Naja. Ich fahre mal ein bisschen weiter drumherum rum. Um diese schöne Insel. Das ist Altamira. Die Stadt, von der eben
erzählt wurde von Zelos. Gibt es in Tessiala auch wenig Zwerge? Altessa ist der einzige, von dem ich weiß. Also ist er allein. Er muss einsam sein. Die Frage ist, woher kommen die ganzen Zwerge? Also zwei, wir haben zwei Zwerge, in jeder Welt eine. Woher kommen die, wenn sie die einzigen Zwerge der Welt sind? Hey, was ist los? Ah, nichts. Ich frag nur, was Paps wohl gerade macht. Oh, er hat Heimweh. Ist verständlich, wir sind ja ein bisschen weit weg, andere Welt und so. Oh, Leute hat Heimweh und Jennifer ist so eine Bitch. Ah, nein, habe ich nicht. Doch, hast du. Das ist auch nicht schlimm, aber trotzdem ist Janice manchmal einfach nur... So, punch him in the face, please. Übrigens, wo ist jetzt hier eine Bootanlegstelle? Auf diesem Kontinent ist irgendwo eine. Ich weiß es. Ich weiß noch nicht wo. So. Da. Mit dem Boot kann man schön um Kurven driften. Muss ich ja mal sagen. Da kommen wir nicht durch, das ist zu eng. Das ist nicht, wo wir hinwollen. Weil, ne. Ist jetzt nicht gerade der Kontinent. Aber hier ist ein Haushalt und da wollte ich jetzt mal hin. Einfach mal so hin. Vielleicht ist da ja was Interessantes. Haben wir eigentlich neue Gegner auf der Insel? Bakura. Mit anderen Worten, der hält genau 255 Treffer aus. Ich habe noch nie gegen dieses Teil gekämpft, ehrlich. Ich habe es noch nie gefunden. Das gibt es anscheinend nur auf dieser Insel und scheint verdammt selten zu sein, weil ich war auch schon auf dieser Insel, aber ich habe es hier noch nie gefunden. Und Yosa-Takisch geht auch nicht auf es. So, dann hau ich mir mal einen Ananas-Gel rein, damit ich wieder genug habe für meine Combos. Puh. Alter, bringt das Viech kalt und Grad 10. Wow. Dafür keine Erfahrung, aber trotzdem. Ich bin gerade komplett so... Was ist da eben passiert? Ich habe gegen so ein Viech noch nie gekämpft. Ich habe es noch nie gefunden und so. Weil wir sind jetzt nicht Haus des Heils, sondern Abtei. Ich weiß, ihr wollt es. Hallo, du bist einfach bezaubert. Oh, du meine Güte, aber Auserwählter. 653 Gold. Hallo, geliebtes Wesen. Oh je, ich darf nicht. Und nochmal Gold. Ich frag mich, ob mir davon einer was. Manchmal bieten die Leute an, bla, Gold gebe ich, gibst du, nee, Grad gibst du mir und ich gebe dir dafür Techniken. Nicht Techniken. Quatsch. Items. So, ich muss kurz mein Mikro stellen. Wie heißen sie nochmal? Materialien, genau. War hier irgendwas versteckt? Ich weiß, hier kann ich später eine Sidequest machen, aber noch nicht. Zutritt verboten. Ja, es scheint so, als ob ich das noch nicht machen könnte. Schade eigentlich. Weil das hier hat auch mit Zelos zu tun. Gott, mein Mikro ärgert mich gerade. Also nein, ich ärgere mich gerade immer mich selbst, weil ich mein Mikro nicht vernünftig stelle. Nicht angreifen, nicht angreifen.
Komm, ich will sehen, ob es noch weitere Gegner hier gibt. Die bringen einfach so schön viel Geld. Ich stell mal die. Nein, ich stell die mal nicht aus. Ich befehle ihm gleich immer die guten Sachen zu zaubern. Komm. Boom. Das nur einen Schaden macht, bringt es nichts, aber Indignation ist stark. Ich spare mir einfach jetzt TP und hole mir wieder ein bisschen mehr an den. Einfach geflüchtet, der Gegner. Ach, egal. Ich weiß nicht, was da eben passiert ist. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich will weg von dieser Insel, die ist seltsam. Es ist wahrscheinlich sowas wie die Gentleman in Tales of Vesperia, so welche Art Bonus-Bosse. Bonus-Gegner, Bonus-Bosse, Quatsch.